Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich begrüße euch zu einer allerersten Aufnahme, oder zu eher gesagt, dieser allerersten Aufnahme zu Battlefield 4, ja, auf dem Kanal Camper Hive. Und ja, wir sind auf der Map Fehlerhafte Übertragung. Ich bin jetzt in den Chat gespawnt. Und was kann ich sagen? Ich kann sagen, dass ich hammerfett getötet wurde und dass ich den Jet noch nicht so gut beherrsche. Aber auch, dass die anderen Mongos von Camperhive einfach mal, ich sag jetzt mal, nicht so einen geilen PC besitzen, dass sie mit mir zocken könnten. Deswegen bin ich ganz alleine. Macht aber nichts, da nein, hier, wir sehen das Ding mal an. Dankeschön. Und Fahrzeug ausgeschaltet. Schön. Da ich mir einen Battlefield-Clan gesucht habe, das sind relativ kompetente Leute, mit denen könnten wir bald zusammen zocken. Wenn ihr wollt, schreibt mir einfach euren Namen in den Kommentaren, dann können wir auch zusammen zocken, wenn ihr wollt. Ist kein Problem, ihr seht ja dann, wenn ich spiele, einfach nachjoinen. Jo. Hier ist schon mal nichts. Kotzt mich ein bisschen an, dass mich gerade eine F-35 verfolgt und ich keine... Ach, fick dich doch, ey. Ganz ehrlich, mit der Tastatur, ich spiele das wie gesagt am PC, ich habe das vorher im Battlefield 3 der PS3 gezockt und fliegen ist einfach mit PC, also mit Maus und Tastatur, richtig für den Arsch. Also, vorher konnte ich da die Flugmanöver ohne Probleme machen, aber jetzt kriege ich noch nicht mal zu so einem scheiß Panzer gelockt und daher springe ich jetzt hier mal ab. Muss ich üben, aber das muss ich ja nicht in Aufnahme machen, ne? Na komm her. Hey, Mongo, Mongo, Mongo. Ach, fick dich! Fick dich einfach nur. Schipasti! Macht ja nichts. Der Tag ist noch jung. Tickets sind noch zu hoch da. Und wir nehmen jetzt erstmal das schöne RPG, um die Panzer bei A zu ärgern. Oh, bei D sollte ich auf jeden Fall auch nochmal kurz vorbeischauen. Ich habe keine Lust, den Punkt zu verlieren, wo wir die Viper herbekommen. Viper oder Havoc, je nachdem. Hey, schießt ihr mit dem RPG gerade auf den? Nein, 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 das machst du nicht nochmal, hast du verstanden? Alles klar. Dann hole ich mir mal kurz den Punkt zurück. Ich bin auch alleine gerade hier, sehe ich. Von daher sollte das eine easy Gameplay-Runde werden. Kannst du mich abholen? Hey, mein Freund. Ah, da fick dich doch rein, ganz ehrlich, bist nicht mein Freund. Ja, dann schnappen wir uns das Quad. Dann hauen wir erstmal von dem Panzer ab. Ach, fick dich doch, fick dich doch, fick dich doch! Oh. Ach, du fuckige Scheiße. Ja, dann machst du relativ gar nichts. Und wieso habe ich eigentlich immer noch WhatsApp? Also, Scheiße. Ja, dir geht gerade die Welt unter. Hui, Flieg und Sieg. Fick dich doch. Jetzt sieht er mich natürlich auf der Map. Ganz große Klasse. Alter, wie viele Gegner da sind. Okay, die Ballistik hat sich verändert im Gegensatz zu Battlefield 3. Ich muss ganz kurz antworten in WhatsApp deswegen. So. Tablet ausgemacht. Können uns die Mongos auch nicht mehr nerven. Okay. Ah, das ist doch alles scheiße hier mit den ganzen Panzern. Und jetzt hat er mich auch noch gesehen. Ja, komm, gib's mir hart. Danke. Was ein Wichser einfach nur. Was ein Wichser. Ja, schon haben wir 3 zu 4. Da macht man erstmal, wie gesagt, nicht sehr viel. Aber davon lassen wir uns selbstverständlich nicht unterkriegen.
Denn wir spawnen jetzt erstmal beim Punkt. Ne, Punkt C wird angenommen. Doch, bei Punkt C, weil da Feindaktivität im Gange ist. Zum Beispiel der Typ da. Ha, immerhin. Ach, ja. Welchen Tag haben wir eigentlich heute? 5. 6. 6. 11. oder 5. 11. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir 14.15 Uhr. Auf jeden Fall hat jetzt keiner davon getroffen. Macht so viel Sinn einfach nur. Na komm, gib mir die Pistole. Ach, leck mich doch. Weißt du? Gib mir mal die Primärwaffe, die lade ich jetzt nach. So. Sekundärwaffe nachladen. Alter, 6 Leben hat er! Klar, jetzt bekomme ich eine 93er Kill-Assist-Hilfe. Super, was soll ich damit? Und die... Oh, scheiß Engina kann mich nicht wiederbeleben, ey. Leck mich mal am Säckchen, yeah. Du da, du da. Habe ich bei Ede gerade einen Panzer aufleuchten sehen? Egal, wir gehen zu A. Ah, ich bin Squad-Leader, schön. Wir haben einen Squad von 2 Leuten, das ist nicht effektiv. Wo kam der denn jetzt her? Gut, dann nehmen wir uns mal das leicht gepanzerte Fahrzeug, sind wir ein bisschen besser unterwegs als mit einem hässlichen Quad. Aber bevor wir hier weiterfahren, großartig. Verminen wir... Ja, klasse! So, verminen wir kurz das Gelände. Bitte, bitte, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Also das ist Teamplay. Achso, gut, da ist schon ein Gunner drin. Das konnte ich natürlich nicht sehen. So. Fahren wir mal Richtung... Oh Gott, da kommt schon Panzer, deswegen... Ja, fahren wir einfach mal auf die erhöhte Position. Um Infanterie zu killen. Aber hier sind gerade keine. Von daher... Also meines Erachtens... Ja. Alter! Der erste Schuss ist abgeprallt im Gebäude. Dann dachte ich, das ist so ein Gebäude, so nach dem Motto, hey, ich überlege mir auch einen Atomangriff. Deswegen bin ich drin geblieben. Wusste ich natürlich nicht, dass das so passiert. Wie es dann letztendlich passiert ist, dass ich ganz viele Gegner auf dem großen Hauptgebäude. Ich glaube, bin ich an dem großen Turm, ja, ne? Da. Feuerschutzhilfe. Wir müssen nur noch mehr rumstellen. Oh Gott! Ich stelle mich aber gerade noobig an, ganz ehrlich. Muss ich immer so sagen, ne? Also, schön ist das nicht, schön ist das anderes. Ja, vielleicht mal doch eine andere Taktik. Aufklärer und dann mit C4 anstatt mit Sensorgranate. Wir probieren es mal. Ja. Brauche ich hier mein größeres Squad rein. So, hier. Ja, aber das ist privat, dann nehmen wir halt das. Die sind schon deutlich näher dran an dem Ziel unserer Begierde. Alter. Ist das bescheuert? Panzer? Weg die Sau! Nice. Ja, danke fürs Ablenken. Da habe ich mir noch einen mit der RFB geholt. Halbautomatische Sniper, die ich zum Nahkampf umgerüstet habe. Ja, indem ich einen Rotpunkt draufgeschraubt habe. Ich meine, kann man immer mal machen, finde ich. Oh, wir greifen von hinten an. Gute Squad. Nicht mal Idioten, die mitdenken. Trotzdem laufe ich hier lang. Siehst du? Nee, doch nicht. Hm. Da oben ist auf jeden Fall noch einer drauf. Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert.
Hier sitze ich scheiße, hier können die mich von da oben überall angucken. Da liegt er auf jeden Fall. Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Versuchen wir mal da hochzukommen, ohne zu sterben. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen. Südlich deiner aktuellen Position. Ja, du gibst mir Rückkehr. Ja, klar! Zwei Schüsse mit der U-100. Mhm, finde ich gut. Mach weiter damit. Mach weiter. Ich denke, habe ich nur zu drei gegen den. Das ist ein Mongo einfach. Oh, brauchte noch einen Passagier unten im Havoc. Nice, ich bin Bordschütze. Okay. Nein, flieg weiter nach rechts. Flieg weiter nach rechts. Boah, bist du ein Affe? Prügel dich doch nicht mit einem anderen. Fick dich doch ganz ehrlich. Ich hoffe mal, dass der Pilot jetzt nicht rausgesprungen ist und ich... So ein Mongo einfach. Wie kann man nur so inkompetent scheiße sein, so wie der, ganz ehrlich. Ey. Leck mir doch mal das Nüsschen. Ist die Antenne eigentlich schon runtergefallen? Ja, ne? Hier steht da normalerweise so eine dicke Antenne. Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger. Einsatzziel Echo wurde erobert. Ah, das sollte mir... Okay, da kommt jetzt einer, pass auf. Ich weiß nicht, ob da oben lang gelaufen ist. Der ist unten lang gelaufen. Okay, hier liegt er. Damit sollten wir jetzt B kontrollieren. Endlich mal. Ich guck trotzdem nochmal zur Kontrolle oben drauf. Da habe ich was noch gesehen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob dieses Ding oben drauf. Den hole ich mir jetzt so. Nein, aber warum denn? Oh Gott. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ach, Leben. Das überlebe ich nicht. Einsatzziel Charlie wurde gerade neutralisiert. Anscheinend ist südlich deiner Position ein feindlicher Scharfschütze. Ach, komm schon! Wie viele sind denn da? Okay, pass auf was. Geh auf, nicht Scharfschützengewehr, sondern Präzisionsgewehr. Dann rotze ich die alle aus Entfernung. Wir gehen mal ganz ehrlich, können wir mal die Kimme knutschen. Richtig Schmackofatz. Zack, was haben wir denn hier? Sechsfachzoom. Ich kann auch Hunter 20-Fachzoom drauf. Nehmen wir mal 20-Fachzoom. Ist für mich persönlich ein wenig übertrieben, aber hey, wer es mag. So, jetzt geht's los. Der zoomt das krass rein. Ha! Zwei mit einem Schuss, Bitches. Multikill. Achtung, wir haben Einsatzziel Bravo verloren. Jetzt sitzt da hinten noch einer rum. Wieso rollt hier ein leeres Squad an? Das ist wie gerufen. Ich weiß ja nicht, wer es mir hingestellt hat. Aber hey, ich wollte aber auch genau bis hier. Danke. So, gleich kriege ich auch noch den Ghost Ring für die Pistole. Freue ich mich schon sehr drauf. Okay, du holst dir da oben den Typen. Versuch dir mal mit der Sniper vorzukommen. Nicht? Also auf dem Dach jetzt noch welche? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist auch keine mehr. Wo ist der denn? Okay, also machst du erstmal nichts. Die Infanterie will sich einfach nicht sehen lassen. Alter, der 20-fach Zoom zoomt aber auch echt schon krass rein. Wo wollen die hin? Nee. Die werde ich so auf keinen Fall treffen. Das wäre auch zu schön gesehen. Zu schön gewesen. Ich kann mich immer selbst auf das Dach drauflegen von da runter snipen. Weil Punkt D. Das ist ein Panzer. Oh, ne, es ist ein. Pff, was stelle ich mich so an? Das ist definitiv viel zu nah. Ich gehe gleich wieder auf das 6- bis 12-fach Visier. Das ist so für das, was ich vorhab. Am besten geeignet, Headshot. Naja, doch nicht. Egal. Herhören. Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, bin ich jetzt wieder positiv, ne, ich bin genau neutral, ist, dass je... Wow.
dass je mehr das Visier reinzoomt, desto mehr Schaden die Waffe macht. Also ich weiß, das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber ist halt für mich so ein Placebo-Effekt, keine Ahnung, also ich glaube das zumindest dran. Weil es sich für mich jetzt immer bestätigt hat. Oder irgendwelche Gegner hier? Nicht? Ja gut. Dann halt nicht. 60 Meter bis zur Flagge, schaffe ich das noch? Ja, locker, easy. Hast du noch einen Platz für mich? Boah, ich hasse es, ne? Ist doch... Ja, dann nehme ich halt hier mein Quad. So, Special Ops. Squad der Fähigkeiten freigeschaltet. Läuft. Jetzt holen wir uns noch kurz. D. Alter, das 20-fach kannst du vergessen. Ach komm! Ja. Auf jeden Fall. So ein super durchtrainierter Soldat kommt nicht die scheiß Europaletten durch, die da standen, ne? Oder drüber. Nehmt ihr mich mit? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, nehm ich mir halt den Havoc. Meiner. Meiner! Nein, 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 nein! Komm, nicht ohne mich. Okay. Habe ich noch eine zweite Fähigkeit? Ne, noch gar nicht. Gut. Da habe ich gerade einen Gegner markiert, der jetzt auch mal voll drauf gegangen ist wegen mir. Finde ich gut. So, liebster Havoc. Wir schießen mal hier drauf. Was hältst du davon, ne? Gute Idee. Ja, komm, 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 komm. Gib mir den Infanteristen. Gib mir den Infanteristen. Gut, meiner. Da haben wir einen Panzer. Wenn du da nicht drauf schießt, bin ich sau. Alter, was hast du denn vor? Was hast du denn vor? Bist du behindert? Boah, guck ich mir gleich nur im Spiel an, wie die, im Replay an. Wie denn mein Verbündeter hieß? Kann ich das auch hier sehen? Nee. Da, der muss halt gewesen sein. Wie kann man denn so inkompetent sein und so nah vor einem... Nee, also mir dazu fällt mir jetzt überhaupt nichts mehr ein. So, Nahdistanz. Hm. Mittlere Distanz. So. Also, tut mir leid, da habe ich jetzt kein Verständnis mehr für. Da machen wir schon noch einen nicen Pistolenkill. Da ist noch ein Sniper hinterm Berg. Ja, klar. Naja, egal. Zählt das Kill. 17 zu 13, meine Freunde. Das geht definitiv besser. Also, da haben wir noch Luft nach oben. Das Spiel neigt sich auch leider gerade schon dem Ende zu. Mit 34 Kills oder Tickets für das Gegnerteam. Ey! 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 Ja, da ist noch einer. Da sind zwei. Da sind definitiv mehr als einer. Ja, lauf du darum, dann treiben wir die zusammen. Lol. Was ist das für ein Mongo, ey? Fährt er mit dem Quad durch die Gegend, ey? Aber geil. Ey, der ist ausgestiegen. Ist jetzt tot? Hast du den gekillt? Oh. Also das hasse ich einfach nur, dass man die dann nicht fragen kann, so, hä, na, hast du ihn gekillt und so? Kann ich jetzt hier rumlaufen, ohne dass ich ein Problem bekomme? Ne. Funktioniert gar nicht. So, der wartet bestimmt auch nicht. Hier. Okay, der wartet. Ja, bisschen, okay. Wenigstens bist du nicht Onkel Luke, ja, unser Squad Leader, der mich gerade hammergeil mit dem scheiß Havoc gekillt hat. Mongo. So. Und damit ist die erste Runde vorbei. 18 zu 14. Na, das kenne ich aber definitiv besser von mir. Ich nehme noch ein paar Runden für euch auf. Und wir sehen uns dann später wieder. Haut rein. Tschüss. Nice! Weg die Sau, ey. Wichser. Okay, dann durchschneiden. So, komm.
Kopftrepper-Bonus.